Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr am Dienstag schon, also gestern eingeschaltet habt, werdet ihr wissen, dass es heute einen Schnubbelschnack gibt. Den habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Schnubbelschnack hatte ich damals mal eingeführt, wenn es irgendwelche Themen gab, die ich einfach mal so besprechen wollte, die jetzt nichts mit damals Kosmetik zu tun hatten oder so. Ich habe da schon so ein paar, ich weiß auch gar nicht, welche Nummer das jetzt ist. Da muss ich selber nochmal nachschauen, also... Schnubbelchen, herzlich willkommen zu Schnubbelschnack Nummer Fragezeichen oder so. Ich hatte ja erwähnt, dass ich in Irland so ein typisches Brina-Ding gerissen habe. Also ich habe so ein bisschen so als Vorgeschichte, weil ich glaube, das hatte ich jetzt noch nicht so erwähnt. Ich habe so ein bisschen das Talent, mich in Situationen zu bringen, wo ich dann auf halber Strecke irgendwie merke, ja, das war eine doofe Idee, könnte eventuell gefährlich für mich werden. So, da habe ich ein ganz großes Talent für. Ich habe auch einen ganz tollen Schutzengel, der mich dann immer beschützt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt immer irgendwie mich in kriminelle Gefilde begebe oder so ganz schlimme Sachen. Überhaupt nicht. Aber das sind halt so Sachen, ja, wo ich manchmal erst handle und dann hinterher nachdenke. Ich bin halt leider so der Typ, ne? Kommt vor. Ich habe, wie gesagt, einen ganz, ganz tollen Schutzengel. Und auch in Irland habe ich so ein Ding gedreht, wo mir dann so ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen ist zwischendrin. Aber es ist im Endeffekt noch ganz gut ausgegangen. Und ich habe überlegt, wie ich das erzählen soll. Also es ist auf jeden Fall eine gute Partygeschichte. So nach dem Motto, ja, ne, man hat ja immer so ein paar Geschichten, wo man, wenn man sich selber, wie ich halt, nicht unbedingt immer allzu ernst nimmt und sich gerne mal selber auf die Schippe nimmt. Folgedessen, da habe ich so einige Geschichten, die ich da bringen könnte, die immer gut auf Partys ankommen, wo sich immer jeder kaputt lacht, inklusive mir. Und... ich habe gedacht, er erzählt es einfach so. Und dann habe ich gedacht, ich wurde ja gefragt, mal zu zeigen, was ich so in meinem Reisejournal, in dem hier, drin habe. Ich gestehe, ich bin noch nicht dazu gekommen, weiterzumachen, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, meine Fotos zu sortieren und auszudrucken. Sobald das ist, wird es laufen, dann flutscht es. Also es dauert noch ein bisschen. Aber die Seite mit der Geschichte, was dort passiert ist, was ich so gemacht habe, die habe ich schon fertig. Und zufälligerweise habe ich auch ein Bild dort drin, ein Foto, was ich euch zeigen kann, weil ich dort, wo das passiert ist, das war auf der Inishir, auf der eine der Aran Islands, die kleinste. Da war ich mit zwei Frauen unterwegs und die hatten so eine Sofortbildkamera und einer davon war so lieb und hat ein super schönes Foto, wie ich finde, von mir an der Küste, an der das Ganze spielt, von der Innis Island. Jetzt muss ich mal gucken, also ja, ich muss jetzt mal ganz kurz blättern, wo ich das habe und da haben wir es auch schon. Ich zeige euch schon mal das Foto. So, schaut mal, so sieht das aus. Da bin ich also an einem sehr steinigen, nicht Strand, aber an der Küste halt. Ganz kurz zu der Inishir-Insel. Die Inishir-Insel ist die kleinste der drei Aran Islands mit 3x3 Kilometern, gefühlt nur einem Baum, weswegen ich den, wie ich schon öfters erwähnt hatte, ganz dollen Sonnenbrand bekommen habe in Irland, weil ich dort 3,5 Stunden im Schnitt am Stück gewandert bin, ohne Pause, ohne Hinsetzen, ohne Schatten. Dementsprechend sah ich aus und fühlte mich auch. Und ich habe halt gemerkt, das, was hier so passiert ist, ist halt zu einem Zeitpunkt passiert, wo ich so ein bisschen anfing auch zu schwächeln und wo ich dann doch die Hitze gemerkt habe. Also die Geschichte ist so, die Seite ist übrigens so aufgebaut, dass ihr hier das Foto habt. Hier fängt der Text an, hier habe ich noch zwei Flappen eingebaut und da geht der Text weiter. So sieht es dann aus. Und ich würde sagen, ich fange einfach an, es vorzulesen und ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich werde zwischendurch noch ein paar Sachen einwerfen, falls es zu erklären ist. Also ich muss dazu sagen, eine Sache kann ich direkt vorwegnehmen. Es gibt einen Leuchtturm auf dieser Inishir, zu dem wollte ich gerne hin. Das Problem ist, dass die ganzen Wanderwege, die es dort gibt, nicht unbedingt immer sehr gut vernetzt sind. Das heißt, wenn man von Punkt A nach Punkt B will, kann es sein, dass man von Punkt A ganz runter muss und dann wieder zu Punkt B ganz nach oben laufen muss, was einen Parallelweg ja, erleichtert hätte. Und in diesem Fall hatte ich dasselbe Problem und habe dann halt meine Aktion gerissen, ne? Mein Abenteuer auf Inishir. Am Mittwoch ging es nach Inishir, der kleinsten der drei Aran Islands. Da habe ich auch gleich eine doofe Aktion gestartet. Nach etwa einer Stunde Herumwandern zur Burg und dem Signalturm bin ich mit Christina und Jemima, zwei Damen, die ich auf dem Schiff kennengelernt habe, auf der Fähre, an der Küste nahe des Leuchtturms gelandet. Die Küste war wild, rau und eine kühle Erfrischung in der Hitze. Nun gab es leider keinen direkten Weg zum Leuchtturm und ich wollte aber hin. Was macht Klein Brina? Macht sich an der Brandung entlang auf dem Weg und klettert auf den großen flachen Steinen entlang.
Sie waren von Furchen durchsetzt, aber es ging. Nach und nach aber wurden die Steine algiger, furchiger und immer mehr von besagten, von besagten Furchen durchsetzt. Schreibfehler, wie man merkt, ne? Der Leuchtturm kam nur langsam näher und ich musste höllisch aufpassen, nicht mit meinen Turnschuhen einzuknicken. Ich habe leider keine Wanderschuhe, ich habe nur Turnschuhe angehabt. Das wurde teils echt knapp. Auf halber Strecke habe ich dann gemerkt, dass ich nicht die schlauste Entscheidung getroffen habe. Aber umdrehen ging nicht. Kennt ihr diesen Punkt, wenn man irgendwie schon zu weit irgendwo ist, um umzukehren und einfach weitermachen muss? Das war so eine Situation. Also kletterte, stolperte und polterte ich weiter, bis ich zum Leuchtturm kam. Da war der glatt von einer hohen Mauer umgeben. Ich dachte, er wäre offen zugänglich. Also stolperte und fiel ich herum, bis ich eine Lücke in der Mauer fand, mit einer großen Metallkiste darunter. Schwupp, kletterte die dicke Brina rauf. Nun musste ich aber wieder irgendwie runter und auf dem Weg dahinter. Juhu, Zivilisation! Irgendwie ging es weiter runter als gedacht und beim Versuch zu hangeln sprang ich herunter. Das war so die klassische Situation, dass das Gehirn eine Sache sagt und der Körper aber was anderes macht. Vom Kopf her habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mich hängen lasse und fallen lasse, komme ich sicher unten an, dann falle ich nicht so weit. Mein Körper hat in derselben Millisekunde aber entschieden, wir springen. Das hieß, das war so halb hängen und dann auf einmal von der Mauer abstoßen und springen. Keine Ahnung, ganz komische Situation. Fiel auf den Rücken und wedelte mit Armen und Beinen wie eine Schildkröte. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Alles noch dran. Das war dann auch schon das Inishir-Abenteuer. Ich bin danach dann, Gott sei Dank, wie gesagt, war gar keiner auf dem Pfad unterwegs. Kurz nachdem ich da runtergefallen war, kamen aber ein paar Radler, mich erwischt. Und das war auch schon die kleine Geschichte. Ich habe mich, wie gesagt, hinterher selber kaputt gelacht, wie ich dann da lag und so rumgewedelt habe. Dann ist mir im Rucksack noch irgendwie eine Mandarine zerplatzt. Der Rucksack klebt irgendwie heute noch, trotz Saubermachen. Und also so Dinger bringen dann auch nur ich. Ich muss noch dazu erwähnen, dass ich wirklich die ganze Zeit gedacht habe und mich gewundert habe, dass da nicht im Leuchtturm Fenster aufging und jemand irgendwie was runterschreit, weil es muss sehr strange ausgesehen haben, wie so eine dicke Tante mit knatschgrünem Shirt und Sonnenbrand und wabbeligen Turnschuhen da die Steine rumfällt und stolpert, also wortwörtlich, weil es war echt alles durchsetzt von diesen Steinen und die waren auch nicht immer fest, ne? Also das wackelte auch ziemlich. Ja, und ich musste halt auch ein bisschen aufpassen, weil mit Ebbe und Flut, ne, das ist dann so ein bisschen, kann so ein bisschen kritisch werden. Ich war von der Zeit her jetzt nicht unbedingt direkt in Gefahr, muss ich dazu sagen. Aber es ist immer besser, sowas im Auge zu behalten, ne, weil man kennt ja nicht unbedingt die Brandung und sowas alles, wenn man da nicht wohnt. Und und ich muss noch dazu erwähnen, ich bin an der einen Seite dieser Mauer entlang und dachte, ich könnte da auf dem Pfad. Und dann stand ich da vor diesen ganzen kleinen Mauern, die die Felder der Iren abtrennen. Also in Irland ist es so, in weiten Teilen Irlands, dass die Äcker oder die Felder, wo die Kühe stehen oder das Vieh steht, dass die keine Zäune haben, sondern dass die Mauern haben aus losen Steinen. Und die Steine sind tatsächlich lose aufeinander gesteckt, sodass die quasi eine feste Mauer ergeben. Aber wenn man die von oben abträgt, da ist nichts mit Mörtel oder so befestigt. Und das sind alles Steine, die die Iren über Jahrhunderte auf ihren Feldern gefunden haben oder ausgegraben haben. Und anstatt die irgendwo zu sammeln, haben die da ihre Mauern draus gebaut, weil sie sich dachten, hey, günstige Zäune, ne? So nach dem Motto. Und da, wo ich zuerst versucht habe, rumzukommen, da waren lauter von diesen Mauern. Da hätte ich quasi über Mauer, über Mauer, über Mauer kraxeln müssen. Wahrscheinlich hätte ich dann irgendwo noch vor so einem Stier gestanden oder sowas, der dann fröhlich Hallo gewunken hätte. Keine Ahnung. Und das wollte ich dann eher doch nicht riskieren. Und da hatte ich doch ziemliches Glück, dass da diese komische Kiste stand. Ich habe bei sowas echt kein Glück manchmal. Beziehungsweise in dem Fall hatte ich doch viel Glück. Also ich bin ja noch zurück zu den anderen Touris gekommen. Wobei, ich muss sagen, die beiden Mädels, die hatte ich an dem Strand hinten zurückgelassen. Die hatten sich erst da ein bisschen umgeschaut und hinterher haben sie mir erzählt, dass die dasselbe gemacht haben wie ich, nur dass die sogar weitergelaufen sind, weil es gibt auf der Inishir noch so ein altes Schiffswrack, was vor sich hin am Rosten ist. Das ist eine total bekannte Touri-Sache da. Das war auch in irgendeiner Fernsehserie zu sehen oder so. Und jedenfalls haben die dann auch gemerkt, ist scheiße, man kommt nicht wirklich voran und sind dann irgendwo auf der Mitte des Weges, sind die dann da wieder auf den Pfad gekommen oder sowas.
Und ja, ich war Gott sei Dank nicht die Einzige, aber das war was, wo ich dann echt gemerkt habe, so, war nicht die beste Idee. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass da so eine Mauer um den Leuchtturm war, weil Privatgelände. Ja, das war meine Geschichte von Inishare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurz und knackig. Das war's. Habt ihr auch schon mal so Dinger gedreht? Das würde mich mal total interessieren, ob ihr auch so dazu tendiert, einfach mal so ganz spontane, komische Sachen zu machen. Irgendwo im Urlaub oder auch so. Würde mich mal total interessieren. Ich wünsche euch was. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ciao!